Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube erstmal herzlichen Dank für diese Debatte, weil es macht deutlich, dass wir in angespannten Zeiten sehr ernsthaft als Deutscher Bundestag über schwierige ethische Fragen reden und das in einer Orientierungsdebatte, wo wirklich Argumente abgewogen werden. Wir haben die Situation, die gerade angesprochen wurde, dass wir 12.000 Menschen haben, die wirklich in tiefster Sorge um ihre Mutter, um ihre Kinder, um ihre Verwandten auf Organspenden warten und derzeit bzw. im letzten Jahr aber nur 797 Spenden zur Verfügung standen. Das ist in einer Situation, wo Politik handeln muss, weil es dringenden Handlungsbedarf gibt. Und das Gute in dieser Situation ist, dass 84% unserer Bevölkerung sagen, ja, wir möchten spenden. Das haben wir bei ganz, ganz wenigen Themen. Und zugleich aber nur 39% eben diese Entscheidung bewusst getroffen haben. Und um diese Diskrepanz geht es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen als Gesetzgeber eine Lösung dafür finden, diese Diskrepanz zu schließen, und zwar auf Grundlage dessen, dass Menschen tagtäglich sterben und auf Grundlage dessen, dass wir auch eine historische und ethische Verantwortung mit Blick auf das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen haben. Und daher finde ich es sehr richtig, dass das Gesundheitsministerium im Oktober einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, wo erstmal die Zusammenarbeit und vor allen Dingen die Situation in den Krankenhäusern verbessert wird. Das ist essentiell für jegliche weitere gesetzliche Änderung. Aber auf der anderen Seite wird es die Lücke zwischen den 39%, die einen Spenderausweis haben, und den 84%, die eigentlich Spenderinnen und Spender sein wollen, wird auch diese Gesetzesänderung die Lücke nicht schließen. Und deswegen gibt es weiteren Handlungsbedarf, und zwar jetzt, weil jeden Tag Menschen eben sterben. Ich habe nur eine große Sorge mit der Widerspruchslösung. Und zwar, dass die 84% Spendebereitschaft dadurch zerstört wird, dass man Menschen jetzt zwingt, aktiv Nein sagen zu müssen. Und das ist ja nicht so, dass alle irgendwie Nein sagen können, sondern manche Menschen sind dazu nicht in der Lage. Das ist nicht die breite Masse unserer Bevölkerung. Aber es gibt Menschen, die eben dazu nicht in der Lage sind. Außerdem haben wir in anderen Bereichen, Datenschutzgrundverordnung, überall durchgesetzt als Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler dieses Landes, dass man aktiv zustimmen muss und nicht seinen Widerspruch einlösen muss. Und das bei so einer tiefethischen Frage anders zu machen, das halte ich und das halten viele andere, die das hier auch schon angesprochen haben, für falsch. Deswegen haben wir einen eigenen Vorschlag gemacht. Katja Kipping hat es angesprochen, Matthias Mirsch, auch etliche Kolleginnen und Kollegen von der Union, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt aber auch sagen, wie es geht, wenn wir die Widerspruchslösung für schwierig halten. Und wir haben uns da an etwas orientiert, was ein alter Nobelpreisträger vorgeschlagen hat, und zwar zu sagen, wir müssen mit verankern, dass es eine Frage ist, hier auch von Solidarität in der Gesellschaft. Wenn jeder Einzelne von uns erwartet, dass im Notfall ich ein Organ bekomme, dann müssen wir auch deutlich machen, dass man sich entscheiden muss, ob man selber Spenderin und Spender ist. Und deswegen schlagen wir eine verbindlichere Lösung vor, als die von Frau Mark hier gerade angesprochen wurde. Bei manchen sind wir hier noch in der Diskussion, wie verbindlich es sein soll. Wir glauben aber, es muss eine verbindliche Abfrage geben. Und damit wir alle Menschen in unserem Land erreichen, und das tun wir, wenn wir Personalausweise beantragen, dann sollte diese Abfrage stattfinden. Man kann das auch beim Arzt machen, aber viele Menschen gehen gar nicht zum Arzt. Es gibt 100.000, die sind gar nicht krankenversichert. Ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident. Aus unserer Sicht muss das verbindlich sein. Deswegen wollen wir das bei der Personalausweisbeantragung. Wenn man den Antrag oder seinen Personalausweis beantragt, dann kriegt man alle Informationen. Man hat dann Zeit. Wenn man ihn wieder abholt, dann muss man sich entscheiden, und zwar geheim. Elektronisch ist das alles möglich. Dann kann man auch sagen, man möchte nicht. Das ist der große Unterschied vom Widerspruch. Man kann auch sagen, ich kann mich heute nicht entscheiden, ich komme noch mal wieder. Und das Ganze muss gemeldet sein in einem zentralen Melderegister, so wie das bei einer Knochenmarkspende auch üblich ist. Und ich glaube, so schließen wir die Diskrepanz von 84% zu 39%. Und ich freue mich auf die weitere Debatte. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Abgeordnete Jens Spahn, CDU/CSU.